Moin zusammen und herzlich willkommen zur Alpha 15, zur experimentellen Alpha 15 von 7 Days to Die. Und da es natürlich auch Gaudi Patch Notes dazu gibt, dachte ich mir, ich mache jetzt heute mal wieder ein Patch Note Video zum Release. Wie gesagt, es muss wohl irgendwann in der Nacht gekommen sein, die experimentelle Version von 7 Days to Die. Könnt ihr natürlich auch spielen. Und ich erkläre euch kurz, wie es geht. Ihr kennt ja Steam, kennt ihr ja natürlich. Dann geht ihr auf die Eigenschaften von 7 Days to Die. Also macht also einen Rechtsklick auf 7 Days to Die. Dort geht ihr auf Eigenschaften. Und dort geht ihr auf den Reiter Betas oder Beta. Und dort müsst ihr dann die Latest Experimental aktivieren. Nicht diese Latest U52 oder sowas da steht, sondern steht da wirklich Latest Experimental. Wenn ihr die aktiviert habt, dann bekommt ihr die Alpha 15. Es wird darüber hinaus auch empfohlen, ein neues Spiel zu starten, weil es eben sehr viele Änderungen gegeben hat. Und hier steht besonders viel Framework, also es wurde sehr viel an den Blöcken gemacht und deswegen wird auf jeden Fall empfohlen, ein neues Spiel zu starten. Wenn es Probleme gibt, das alte Spiel deinstallieren und dann halt 7 Days to Die nochmal neu installieren. So viel dazu. Ja, also wie gesagt, die Alpha 15 ist erschienen. Es waren wieder 15 DIN A4 Seiten an Patch Notes. Deswegen werde ich auch hier und heute, wie auch in der Alpha 14 und 13 meine ich auch, mich versuchen kurz zu halten und nicht alles vorlesen, weil es gibt so enorm viele Changes und Fixe, die sind wirklich abartig. Also da gibt es wirklich so viel, was ich gerne hatte. Da sind teilweise Kleinigkeiten dabei. Ich habe mir auch ein paar Sachen rausgeschrieben, die für uns vielleicht auch noch wichtig sind, die man jetzt so vielleicht auch direkt sehen kann. Aber schauen wir erstmal. Fangen wir erstmal vorne an. Ich bin jetzt hier in einer Random Gen, deswegen lese ich mal die Änderungen für die Neviscane Map jetzt einfach erstmal so vor. Und zwar das, was sich natürlich auch hier geändert hat, ist das Distant Terrain. Also das ist auch natürlich bei Neviscane auch dazugekommen. Das beträgt 1 Kilometer, also die Sichtweite beträgt 1 Kilometer. Man sieht es hier halt eben auch schon, dass man hinten die Berge sieht, dieses Distant Terrain. Also das ja, sieht ja schon recht fein aus. Und was auch dazu gekommen ist, ist bei Neviscane eine neue Größe. Also die Map hat eine neue Größe von etwa 2 Quadratkilometern. Hat mich im Nachhinein, dachte ich mir, ah Mensch, vielleicht hätte ich dann doch nochmal Neviscane weiterspielen sollen in Alpha 15. Aber nein, ich bleibe bei Random Gen und da gucken vielleicht auch nochmal irgendwann rein. Vielleicht mal im Livestream oder so, schauen wir mal. So, was haben wir als nächstes? Dann haben wir zum Beispiel, gibt es gerade auf der Neviscane Map einen neuen großen Canyon in der Wüste, beziehungsweise eine große Schlucht. Und auch dort gibt es 19 neue Locations, also POIs genannt. Und da ist zum Beispiel dabei, neue Hotels sind dabei, ein Footballstadion ist dabei, ein Autoteile-Store ist dabei, also ein Laden. Dann gibt das noch einen neuen Bunker, gibt das eine Ölraffinerie, gibt das, dann gibt es einen Knast, gibt das, dann gibt es dann hier auch sowas wie so eine Indianerruine halt, ich glaube, das war auch irgendwo in der Wüste, kann man dort finden. Und 2 neue Bars, die kann man dort finden. Das war jetzt erstmal schon alles, was es zu Random Gen, zu Neviscane zu wissen gibt. Also, wie gesagt, neue POIs, Distant Terrain wurden natürlich dann auch eingeführt. Und das muss man sich natürlich vor Ort einmal anschauen. Falls es zwischendurch mal ein bisschen, wie ihr hört, da schon so ein bisschen raschelt, dann sind das hier die 15 Seiten, die ich mir mal ausgedruckt habe. Ja, es gibt dann natürlich viele Änderungen beim Random Gen. Da ist es dann zum Beispiel so, dass man unter der Datei rwg-mixer.xml, da kann man halt Modifikationen durchführen, wie das Terrain beschaffen sein wird, sein kann. Und da habe ich selber persönlich noch nicht reingeguckt. Da kann man halt schon eine ganze Menge ändern, wie es hier aussieht. Auch die Modifikation, was Biome angeht, die Größe schätze ich mal, die kann man auch dort ändern. Auch hier gibt es natürlich neue Locations und dazu gehört natürlich auch das Footballstadion und dann ein Canyon Gift Shop heißt er, ne? Also so, dann auch wohl so ein Fanshop bei so einer, ja, bei so einer Schlucht, schätze ich mal. Und auch hier gibt es dann halt wohl auch, habe ich irgendwann Rauschen gehört? Na, auch hier gibt es dann wohl, ups, da fällt mir gerade das Papier aus der Hand, auch hier gibt es dann wohl so eine Ruine zu finden.
So, dann gibt es das Journal Tip System. Also das Tipp-System. Das findet ihr hier oben übrigens im Journal. Und ich kann es mal anklicken. Hier habt ihr halt verschiedene Tipps, die ihr anklicken könnt. Gun Assembly, also da könnt ihr zum Beispiel natürlich nachlesen, was ihr an Tipps bekommen habt. Falls ihr doch mal wieder was vergessen habt, dann könnt ihr das hier halt nachgucken. Übrigens, bevor ich das ganz vergesse, wo ich das hier das ganze Englisch sehe, auch wenn das jetzt momentan nicht passen sollte, ihr könnt, wo ihr die Betas einstellt, das hatte ich ja zum Anfang ja gesagt, über Eigenschaften des Spiels Betas, davor gibt es auch den Reiter Sprachen, meine ich. Und dort werden jetzt 4 Sprachen unterstützt. Das war Englisch, Spanisch, Französisch und Deutsch, meine ich. Und ihr könnt natürlich das Spiel auf Deutsch umstellen. Es funktioniert, aber es ist noch nicht alles hundertprozentig umgestellt. Also ich habe das ja mal testweise, habe ich das vor der Aufnahme mal eingestellt. Und zum Beispiel hier die ganzen Texte, die sind immer noch auf Englisch. Was nachher auf Deutsch ist, das sind halt so diese einzelnen, ist vielleicht hier ein bisschen besser zu sehen. Also ich habe das jetzt natürlich auf Englisch gelassen. Und da stehen natürlich tatsächlich Holzleiter und so weiter und so fort. Achso, die Holzleiter sollen sie auch geändert haben. Mal so ein kleiner Fix, mal so eine kleine Änderung nebenbei. Das sollen sie auch geändert haben. Soll uns jetzt aber nicht weiter interessieren. So, dann gibt es, also wie gesagt, das Tippsystem hatte ich euch gezeigt. Ne? Hier könnt ihr alles nochmal nachlesen. Steht hier eigentlich auch alles, wie man was trackt. Und Basic Survival, Erste Hilfe, Wasser und so weiter. Vending Machines. Steht alles da. So, dann gibt es neu das Trader- und Economy-System. Ja, das gibt also 5 verschiedene Siedlungen für Händler, die ihr besuchen könnt. Und zu erkennen sind die natürlich einmal am Gebäude selber und die haben alle so eine weiße Flagge. Und die gibt es sowohl bei Neviscan als auch in der Random Gen. Also da muss keiner nachstecken, das findet man halt auf beiden Karten. Die Trader heißen Joel, Rekt, Bob, Hugh und Jimmy. Ja, okay, gut zu wissen. Und diese Siedlungen sind auch zu 100% geschützt, also die könnt ihr nicht zerstören und man kann auch nicht in der Nähe von denen bauen. Also das funktioniert halt auch nicht. Und man wird halt herausteleportiert. Ich muss mal eben kurz gucken. Place when the traders are close to, they can... Loudspeakers. Achso, ja, okay. Also man wird halt kann halt raus teleportiert werden und es soll auch so sein, dass die Trader per Lautsprecher darüber informieren, was jetzt gerade Sache ist. Also wenn sie jetzt zum Beispiel gerade öffnen wollen, sagen sie Bescheid, wenn sie kurz davor sind zu schließen, beziehungsweise wenn sie dann geschlossen haben, da wird man nach draußen teleportiert und dann wird dann auch das Tor verschlossen, da kommt man also nicht mehr rein. Und das Open Sign, also dieses Zeichen, das halt geöffnet ist, das wird dann erlöschen, beziehungsweise am nächsten Morgen wird sich das dann halt wieder aktivieren. Und was hier auch drin steht, man soll auch das Tor hinter sich schließen, weil dann auch die Zombies einem nachkommen können. Also es gibt ja jetzt nicht so eine unsichtbare Barriere, da kommen sie auf jeden Fall rein. Die neue Währung wird auf jeden Fall diese Duke Coins sein, die kann ich euch kurz zeigen. Das wisst ihr vermutlich schon, das sind die hier, diese Casino Tokens. Und ich muss mal eben gucken, irgendwo sollte... Hier steht es ja auch. Und hier steht ja auch konkret im Inventory 20.000 von diesen Coins haben wir. Also mit einem Blick hier wisst ihr genau, wie viel Geld ihr dabei habt. So, das ist einmal... Das sind die Duke Coins. Und was es auch vor Ort geben soll, also in diesen Siedlungen, das sind, wie heißen die im Originaltext? Secret Stash Category. Also Secret Stash heißt das magische Wort. Und das ist halt ein Safe. Das ist halt ein Safe, wo bestimmte Items drin sind. Und diese Items, die orientieren sich an euren Leveln und euren Perks. Also dort könnt ihr halt spezielle Sachen bekommen. Und das, na gut, das erzähle ich später. Hat nachher auch was mit der Qualität der Sachen zu tun. Das erzähle ich euch später. Ich muss mal kurz gucken. Also wie gesagt, die... diese Siedlungen sind halt zwischen Morgengrauen und der Abenddämmerung dementsprechend freigegeben. Und Skills, Stash, Perk. Achso, und so. Es soll auch hilfreich sein, beziehungsweise man soll investieren in den Barter Skill und in den Secret the Stash Perk. Da kriegt man wohl, wenn man diese beiden Perks beziehungsweise in die Skills investiert, dann bekommt man bessere Deals, also man bekommt bessere Preise, man bekommt bessere Items und so weiter und so fort.
Also das soll man dann auch schon nicht außer Acht lassen. Gucke ich jetzt aber nicht rein. Schauen wir so mal. So, dann gibt es die Vending Machines. Da kann ich euch dann endlich mal was zeigen. So, da gehen wir mal, upsala, gehen wir mal hier zurück. Da gibt es insgesamt 3 verschiedene Vending Machines. So viel sei schon mal verraten. Das sind diese 3 Dinge. Also Vending Machines, das sind halt einfach so auch Verkaufsautomaten. Da gibt es einmal diese Vending Machines, die normalen Vending Machines. Wenn ich da jetzt raufgehe, kann ich sagen, ich kaufe jetzt einen Chicken Soup, ich kann jetzt Can of Pasta kaufen. Da ist es dann halt so, ich könnte jetzt auch noch sortieren. Das bringt jetzt hier gerade nicht viel. Ich sage jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich sag mal Kaffee. So, da habe ich jetzt einen Kaffee. Da habe ich natürlich hier die normalen die Stats, wie man das halt so kennt. Kann ich sagen, buy. Kostet mich jetzt 34 Coins. Ne, sieht man ja auch hier schon. Ich kann natürlich sagen, ich kaufe alle 4. Dann sind das natürlich 4 mal 34. Und dann haben wir hier 136 Coins, die wir brauchen. Wir kaufen die. Und dann haben wir den Krempel auch gekauft. So, Restock. In 20 Minuten, 45 Sekunden. Also auch da seht ihr, das ist genauso wie auch in den Siedlungen. Da wird sich das Inventar immer mal wieder refreshen, immer mal wieder neu auflegen. Das ist eigentlich schon mal eine feine Sache. Aber so viel erstmal zu dieser Maschine. So, dann gibt es die sogenannten Vending Machine Rentals. Die findet ihr halt genau in diesen Siedlungen. Trader Joel's steht auch drauf. Könnt ihr folgendermaßen nutzen, und zwar Take All. Hier geht ihr auf Rent. Ich muss das mal eben kurz gucken, wie das funktioniert. Ich habe das selber ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Ich sage, gehen wir auf Rent. Und da steht ja zum Beispiel Kosten 5000, Game Time 30 Tage, Real Time 60 Stunden. Das heißt, für 60 Stunden könnt ihr das mieten. Können wir jetzt einmal spaßeshalber machen. Und zack, Vending Machine Nordisch D. Das ist dann halt einfach, da kann ich jetzt sagen, so, ich verkaufe jetzt hier irgendwas, ich sage jetzt mal wegen Hopplant. Da verkaufe ich jetzt mal, na alle natürlich nicht, das wär doof. Da sagen wir mal, da verkaufe ich jetzt mal 10 Stück. So, Sell Price 10, Add 10, so, kostet 1. Also einer kostet jetzt, eine so eine Pflanze kostet jetzt 1, ist jetzt nicht viel. Ich kann natürlich auch sagen, achso, ich kann die Preise gar nicht ändern. Fällt mir mal gerade so auf. No Sell Price, okay. Sell Price 32. Da kann ich den Preis gar nicht ändern, sehe ich gerade mal. Ist auch Wurst. Auf jeden Fall, ihr könnt das eben halt mieten. Und das Tolle dabei ist eben halt, dass in diesen Siedlungen, wenn ihr dort jetzt so Sachen einstellt, dass dann auch die NPCs euch die Sachen abkaufen. Na, das heißt, ich könnte jetzt sagen, ich könnte jetzt halt hier, wenn das jetzt hier in der Siedlung wäre, könnte ich jetzt sagen, so hier, ich habe jetzt hier Forged Iron, ich habe jetzt hier Stahl und weiß der Geier was, stell das hier rein und dann kaufen das die NPCs. Ob die alles kaufen, weiß ich nicht, gehe ich mal nicht von aus, aber man kann so eben halt auch Geld verdienen. So, dann gibt es hier die richtigen Player Vending Machines. Jetzt muss ich mir eben kurz gucken, nicht, dass ich jetzt Blödsinn erzähle, weil da gibt es nämlich ein Unterschied, denn die kann man nicht einfach mal so eben craften, so wie ich mir das so persönlich dachte, sondern die kriegt man nur in diesem Secret Stash. Und dann kann man halt so eine Vending Machine bauen oder man bekommt eine fertige, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Das müssen wir gucken. Hier im Prinzip das Gleiche. Ihr habt eben halt eine Vending Machine, die ist pauschal schon auf mich festgeschrieben und ich muss mal eben kurz eines gucken. Die können wir nämlich dann auch mit einem Passwort versehen. Ich könnte jetzt also sagen, ich mache jetzt hier 1, 2, 3, 4 rein. Und dann hat das Ding ein Passwort. Das hat deswegen ein Passwort. Ich könnte jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt im Multiplayer sind, könnte ich jetzt zum Beispiel zu Azrak sagen, so hier, du kannst da ruhig an die Vending Machine ran. Passwort ist 1, 2, 3, 4. Und dann kann er sowohl Sachen einstellen, er kann sich aber auch Sachen rausnehmen. So, und hier natürlich genau das gleiche Spiel. Hier haben wir Snowberries, da sage ich jetzt 5 Stück. Sell Price, zack. Und habe jetzt mal eben 5 Stück verkauft. Collect. Achso, das ist wahrscheinlich das Geld, was da drin ist. Ich denke mal, wenn hier jetzt immer irgendjemand irgendwas kauft, dann kann ich dann hier mit Collect das Geld abziehen. Schätze ich mal, aber hier ist ja eh 0, von daher passt das schon. So, ich gucke nochmal kurz auf, ob ich noch was vergessen habe. Das sind also die 3 verschiedenen Typen an Vending Machines. Ich gucke mal eben kurz rauf. Can purchase, rented, stock to mark.
Land Claim Area. Ach so, man soll natürlich diese Vending Machines hier, wenn man die selber aufsteht, soll man sich die am besten auf eine Land Claim Area raufbauen, die geschützt ist, weil sonst kann es eben sein, dass diese Maschine kaputt gemacht wird oder und dann natürlich ausgeraubt wird. Na, das soll man natürlich mit beachten. Da muss man schauen, wie man das nachher konkret umsetzt. Und da muss man halt ein bisschen spielen. Das wird halt für die Leute interessant sein, die PvP spielen. Das macht das Griefing halt möglich. Das steht hier auch. Und hier steht das auch nochmal mit dem Passwort, dass man das eben halt teilen kann und dass dann Freunde das mit nutzen können. So, dann haben wir die Blood Moon Horde Party System und Blood Moon Dynamic Difficulty. Es ist wohl so, dass ihr, je nachdem, was ihr für ein Level habt, Skill, Perks etc., da soll das wohl, muss ich eben mal gucken, Skill, Perks ist vielleicht nicht unbedingt, da würde ich jetzt vielleicht lügen, auf jeden Fall ist es so, euch wird halt ein gewisser Schwierigkeitsgrad zugewiesen und danach richtet sich dann eben dann halt auch die Stärke der Horde, der Nachthorde, der Blutmondhorde. Und wenn ihr natürlich dann in einer Gruppe seid, dann soll sich das wohl irgendwie addieren oder das soll sich dann daraus irgendwo berechnen. Es soll wohl so sein, wenn ihr zum Beispiel ein Level von 10 habt, wenn ich das jetzt hier richtig lese, dann bekommt ihr wohl, dann habt ihr wohl die Standard weiblichen Zombies und halt ein paar Kriecher, während halt der Level 20 schon dann noch diverse Feral-Zombies und Hunde halt noch mit beinhaltet. Und eben natürlich, desto höher dieser Level ist, desto schwieriger wird es natürlich, desto fieser werden die Gegner. Und ja, und es soll wohl auch so sein, wenn ihr jetzt gerade frisch ins Spiel gekommen seid, dann wird da halt der erste Blutmond, wird halt ein Level von 1 haben. Na, das heißt, One Horde Only Party Member. Ja, so eine Art wird das in etwa aussehen. Das funktioniert jetzt wohl momentan nur mit dem Blutmond. In Zukunft soll das dann aber auch so sein, dass auch Wanderhorden oder auch Schreierhorden sich an diesem Level orientieren. Ne? Also desto stärker ihr werdet, desto stärker werden auch die Horden. Also im Prinzip ist das eine ganz einfache Sache. So, dann haben wir natürlich was Farming angeht. Wir haben jetzt neue Pflanzen, wir haben diverse neue Pflanzen, wir können Dünger herstellen. Ach, Dünger, wo ich gerade hier auf der Ecke bin, das habe ich mal hier oben schon mal vorbereitet. Ich hoffe, hier komme ich rein. Natürlich nicht, deswegen muss ich mir jetzt mal einschlagen. Hätte ich mal unten reingehen sollen. Ja, es gibt Fertilizer, sprich Dünger. Dafür braucht ihr natürlich wieder Material. Dazu gehört, das ist hier übrigens... Was brennt denn hier? Geht das so? Egal. Auf jeden Fall, das ist eins der neuen Items, eine der neuen Workbenches, die man bauen kann. Das ist nämlich hier das Chemielabor, nenne ich es jetzt einfach mal. Dort könnt ihr nämlich Dünger herstellen. Ich kann da mal reingehen. Mal gucken, was wir hier so haben. Da könnt ihr also Fertilizer herstellen. Hier könnt ihr wohl halt auch Bier herstellen. Ja, hier Bier könnt ihr herstellen. Gascans könnt ihr herstellen. Herbal Antibiotics könnt ihr herstellen. Moldy Bread könnt ihr herstellen. Guck mal hier, Moldy Bread könnt ihr herstellen aus Old Sham Sandwich und Bottled Water. Siehst du, da kannst du dann auch schon Moldy Water draus machen. Siehst du, also haben auch die in Zukunft dann auch einen Sinn. Ist doch super. Ja, und die haben das sowieso ein bisschen aufgeteilt. Da steht nachher auch später bei den Changes drin. Die haben halt auch ein paar Sachen angepasst, sodass du halt eben nicht mehr alles übers Campfire machst, sondern manche Sachen eben halt auch über die Workbench machen musst oder kombinieren kannst und so weiter. So, wir wollen aber Fertilizer herstellen. Dafür brauchen wir Dirt, haben wir da. Und wir haben Nitrat Powder, haben wir da. Und Human Third haben wir da. So, haben wir natürlich, brauchen wir einen Brennstoffmix, können wir sagen. Maximal können wir 50 herstellen. Machen wir mal eiskalt. So. Da funktioniert es genauso wie bei den anderen Workbenches auch. Die Zeit ist natürlich ein bisschen, da müssen wir uns mal Gedanken machen. Das ist natürlich schon ganz schön heftig. So. Also das ist die Chemistry Station. Hier könnt ihr halt die fortschrittliche, wie steht das hier, so die gehobene Chemie könnt ihr hier anwenden.
Ihr könnt halt diverse Rezepte könnt ihr halt immer noch, also es gibt die Rezepte, die könnt ihr halt sowohl hier in der Chemistry als halt auch im Campfire herstellen. Also sprich im Beaker und im Campfire, aber es wird halt eben so sein, dass Sachen, die ihr jetzt hier craftet in dieser Station, dass die halt schneller gecraftet werden, als wenn ihr das in einem Campfire machen würdet. So steht das hier. Und es gibt eben halt auch ein paar fortschrittlichere Rezepte, die eben halt auch nur in dieser Chemistry gebaut werden können. Ich kann an dieser Stelle, das kann ich mal eben ausprobieren, mal sehen, weil ich habe nämlich noch nichts gefunden, wo man die Workbench bauen kann, die hier. Das müsste ja hier eigentlich möglich sein. Basics. Buildings können wir, ich muss mal eben kurz gucken. Chemistry Station, das muss man nämlich auch wieder. Dafür brauchen wir zwei Beaker, eine Burning Barrel, Cooking Pot, Short Iron Pipe und Wood. Item Combine. Ja, das wird nachher auch interessant sein. Das kommt jetzt noch später. Das werde ich euch dann zeigen. Da haben wir die Chemiestation. Das hatte ich ja. Dann haben wir jetzt die neuen UMA-Zombies. Ja, das heißt, wir haben jetzt so quasi so themenbasierte Zombies, die sich dann auch in bestimmten Arealen aufhalten. Zum Beispiel Footballstadion. Da werdet ihr zum Beispiel einen Footballspieler finden. Na, als Beispiel. Ich lese euch jetzt einfach mal die Liste vor. Dann gibt es gefallenen Soldaten. Dann gibt es natürlich diesen Biohazard Male Zombie, also einen männlichen Zombie, der ja, dann eben radioaktiv ist. Dann gibt es einen Zombie-Biker. Einen Zombie-Stripper gibt das. Ja, steht hier so. Hauptsächlich zu finden in Bars und notable loot includes cash and drugs, also ja, eben Klamotten sage ich schon. Einmal Geld und Drogen, hier steht überall auch hinter, wo man die in etwa finden kann, also in Bars zum Beispiel. Dann gibt es einen Utility Worker, also sprich dann halt einfach, ja, ein Arbeiter eben. Und dann gibt es einen Team Z-Player, also das ist eben dieser Footballspieler. Dann gibt es einen motivierten Cheerleader-Zombie, das ist dieser weibliche. Dann gibt es einen Minen-Zombie. Dann gibt es einen Zombie-Cowboy, gibt das einen Zombie-Farmer, gibt das einen Skater-Punk-Zombie, gibt das einen Hungry-Female-Zombie, also eine hungrige, besonders hungrige weibliche Zombie. Walker-Male-Zombie und Risen-Woman-Zombies, das sind wohl alles pauschale Zombies, die auch mal überall spawnen können. Und die haben auch pauschalen Loot. Und alle anderen, wie jetzt zum Beispiel auch diese Hazmat-Male-Zombie, gibt es halt auch in der weiblichen Version. Die sind wohl zu finden in Army-Gebäuden oder halt in offiziellen Gebäuden, hätte ich jetzt fast gesagt. Und haben dann teilweise eben halt auch diese Hazmat-Klamotten mit und technische Gerätschaften. Und ja, also das ist das auch in der Hinsicht themenbasiert. Genauso wie ja eben halt auch bei Soldaten zum Beispiel. Da kriegt ihr Waffenzeugs, also Waffenteile, Munition und natürlich Ausrüstung, also was. So, dann gibt es Experience Progression and Skill Changes. Was dann halt bedeuten soll, ihr bekommt jetzt halt auch durch verschiedene Aktionen anscheinend Punkte. Und zwar kriegt ihr natürlich durch das Killen von Zombies bekommt ihr halt Punkte, durch das Killen von Tieren bekommt ihr dann wohl auch dementsprechend Punkte, dass ihr dann auch leichter oder dass es dann eigentlich fast immer möglich sein wird, die 200er Marke dann irgendwo zu knacken. Und hier steht Weapon and Armor Skills will now increase faster. Also ich denke mal, dass man da schneller skillen kann. In dem Augenblick, also wenn man mit Waffen arbeitet oder halt mit Rüstung, kann man da schneller skillen. Und Experience from Action Skills like Mining is no longer capped when the skill reaches 100. Also das bedeutet, wenn ihr immer ein Level 100 seid beim Mining, nicht? Also wenn ihr irgendwann eben auf Level 100 seid, dann werden wohl diese Punkte, die ihr dadurch macht, werden nicht abgekappt ab Level 100, sondern die werden weiterhin gesammelt, sodass ihr dann auch weiterhin Skills, zwar jetzt natürlich nicht in diesem ein Punkt, also jetzt nicht im Thema Mining, sondern da, was sich dann auf die Gesamtpunktzahl niedersteht, schätze ich mal, ist das gemeint. Und es ist jetzt wohl so, wenn ihr ein Crafting-Skill habt von 100, dann könnt ihr maximale Items, und das ist wichtig, von 500 herstellen. Also es war ja vorher immer so, da, wenn ihr jetzt Maximallevel gehabt habt, könnt ihr bis zu 600 schaffen. Das könnt ihr jetzt nicht mehr, das geht nur noch bis 500. Bis 600 könnt ihr zwar theoretisch immer noch kommen.
Aber dafür müsst ihr dann halt diese Gerätschaften, das, was ihr gecraftet habt, das müsst ihr halt kombinieren. Und hier steht das nämlich gleich auch als zweiter Satz, um Gerätschaften bzw. um Gegenstände einer höheren Qualität bekommen zu können, müsst ihr Gegenstände kombinieren. Und da steht, das geht hier, you can use the combo of the workbench, also wo wir gerade geguckt haben. Oder man muss halt rausgehen und halt diese besseren Items halt finden. Also ihr habt die Möglichkeit, zum einen gute Sachen zu finden, die auch über 500 liegen, oder ihr könnt sie kombinieren. Das würde ich ganz gerne mal ausprobieren. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was ich hier alles... Ja, das wollte ich gar nicht. Ich wollte da rein. Nee, wollte ich immer noch nicht. Hä? Doch, Creative? Achso, doch. Nee, ist richtig. Alles klar. Stil. Die wollte ich jetzt mal holen. Ich versuche, die beiden jetzt mal zu kombinieren. Mal gucken, was er dann sagt. So, da sage ich doch mal, Item A ist 409, Item B ist 367, Resold ist eine Steel Pack Axe von 427. Zack. So, dafür ist dieses Combine halt gut. Ich könnte, sagen wir mal, ich wäre jetzt so hoch im Level, dass ich jetzt 500er Steel Pack Axes herstellen kann. Dann kann ich halt zwei Steel Pack Axes, 500 meinetwegen, kombinieren und bekomme dann eine 600er. So kann das zum Beispiel laufen. Ich weiß nicht, ob das auch mal... Das muss ich jetzt mal glatt mal probieren. Also, stellt euch darauf ein, dass diese Folge sowieso schon mal länger wird. Pistol. Ich will nämlich noch mal etwas probieren. Pistol. Schupp, schupp. So, dann machen wir mal noch eine 222er. Mal gucken, ob er die auch so kombiniert, ob das geht. Kann auch sein, dass es nicht geht. Combine single part items of quality. Ah, okay. Das heißt, ich kann wirklich nur einzelne Teile kombinieren. Dann machen wir das eben so. Pistolette weg. Na, na, na. Also ich kann nur einzelne Teile kombinieren. Das heißt, ich nehme jetzt mal so eine Pistol Barrel. Und da kommt schon der Arzt. Wieder zu viel 7 Days gespielt. So, und dann nehmen wir doch mal so 134er. So. Dann nehmen wir mal hier die Pistol Barrel und die 134er. Wups. Und dann kriegen wir 378 raus. So, zack. Können wir das also kombinieren. Auch da macht es also Sinn, durchaus Teile zu sammeln, die halt nicht mehr so die Qualität haben. Kriegt man auf jeden Fall schon mal was Besseres raus. Eventuell. Ne? Ich weiß nicht, ob das man immer nur was Besseres rausbekommt. Kann ja sein. Aber auf jeden Fall kann man hier kombinieren. Das ist eigentlich eine ganz feine Sache. So, bevor man Perks kaufen kann, kann man wohl auch vorher sehen, welche Effekte dieses haben wird. Also wo man ja letztendlich auflevelt. Dann kann man wohl Concrete Mix, kann man jetzt nur noch im Zement Mixer craften. Also man kann das jetzt nicht mehr, anscheinend nicht mehr übers Inventar craften, sondern man braucht tatsächlich einen Zementmixer, und man kann jetzt aber auch diesen Zementmixer irgendwo in dieser freien Welt finden. Man kann ihn natürlich auch herstellen, meine ich zumindest. Da, Zementmixer kann man natürlich auch herstellen. Geht nach wie vor. Mechanical Parts, das muss aber neu sein. Gut. Also, das haben wir auch geklärt. So, the steel smithing perk now has can you can acquire recipes for items only found and harvested levels where you can acquire recipes for items. Ja, also hier steht dann noch, dass es dann ein steel smithing perk gibt. Da können wir natürlich dann auch noch mal kurz mal reinschauen. Creative wollen wir nicht. Skills machen wir mal hier. Steel Smithing Perk. Das haben wir hier. Ah, guck mal hier. Da sieht man es dann halt. Man kann wohl mit verschiedenen Leveln, kann man auch verschiedene Rezepte freischalten. Man kann hier also zum Beispiel Forged Steel, das ist mit dem ersten Level. Dann kann man Steel Arrowheads, Scrap Cable kann man hier craften, Springs kann man hier nachher craften. Und Unlock Steel Smithing steht auch da. Expand Forge to create Steel Ingots, Steel Tools, Wall Doors and many more. Also, die kann man jetzt auch freischalten.
Dann haben wir das Sign Creation System. Jetzt muss ich mal gucken, ob wir das hier schon angezeigt kriegen. Signs, gut, die haben wir sowieso. Und zwar gibt es den Wooden Sign, auch in verschiedenen Größen. 1x1, 3x1, 5x2. Sign Cold Beer. Achso, das ist so ein anderes Ding. Okay, was müssen wir hier? Dann brauchen wir Nägel für. Haben wir Wood? Haben wir natürlich nicht. Brauchen wir auch wieder. Machen wir kurz nur Wood. Einfach nur Wood. Ich wollte eigentlich nur Wood haben. Wood, Wood, Wood. Da haben wir Wood. Und dann brauchen wir noch Nails. Muss man natürlich nur richtig schreiben, dann geht das auch. Was haben wir hier denn? Nailgun Frame. Ah ja, das ist jetzt auch neu. Man kann eben halt, wie man hier auch schon schön sieht, es gibt eine Nailgun Schematik und dann dementsprechend die Teile dazu. Und dann kann man auch die Nailgun selber bauen. Das ist auch schon mal fein. Habe ich bis jetzt nie das Glück gehabt und nie die Ehre gehabt, sowas bauen zu können. So, dann craften wir das mal. Dauert eine Minute, dann lese ich in der Zwischenzeit schon mal vor. Dann steht hier der nächste Part, das ist die Localization, was ich ja gerade eben schon sagte. Es gibt dann halt die vier Sprachen Englisch, Spanisch, Französisch und Deutsch, die man halt einstellen kann in den Eigenschaften des Spiels bei Steam. Und dann, was auch neu ist, sind Steam Achievements, das heißt Auszeichnungen. Ich glaube, wenn ich mich nicht verlesen habe, waren das 43. Es gibt insgesamt 43 Auszeichnungen. Die meisten drehen sich halt darum, wie lange man überlebt hat. Finde ich aber schon sehr nett. Dann gibt es erweitertes Mining. Hier habe ich gelesen, es gibt dann im Untergrund dann Random Generated Minen, na Minen kann man ja nicht sagen, also dann halt die ganz normalen Adern, die ihr halt so kennt, ob das nun Eisen ist und so weiter, die gibt es dann ganz normal halt zu finden. Und es gibt dann halt besonders seltene Adern oder, na ich weiß nicht, ob das direkt Adern sind. Auf jeden Fall könnt ihr Diamanten finden, ihr könnt Gold finden, ihr könnt Silber finden und diese können natürlich dann auch bei den Trader Stations, also sprich bei den Händlern, auch dementsprechend verkauft werden. Da gibt es sicherlich auch ordentlich Kohle für. So, und dann machen wir nochmal kurz... Huch. Das ist aber groß. Das ist aber mal... Das ist mal groß. Naja, gut, ist klar, wir haben auch das Größte ausgewählt. Kann man das nicht? Muss mal eben gucken, dass ich das hier... Ich packe das jetzt einfach mal hier vorne hin, ist ja wurscht. So, press to use. Ups. Halala. So, da kann man natürlich dann hier schön, zack, patz, close. Da können wir ein riesen fettes Schild hinsetzen. Steht Nordisch D dran, alles klar. Werden wir auf jeden Fall verwenden. Und dann gibt es das eben in verschiedenen Größen. Steht er ja. Das war 5x5x2, also sprich 2 Block hoch und 5 Block breit. Da kann man sich dann ja vorstellen, wie groß das in etwa ist. Und dann gibt es das Ganze natürlich noch in 1x1. Mal gucken, das dauert nur 8 Sekunden. Das kleben wir uns auch nochmal kurz hin, weil ich würde nämlich gerne mal probieren, wie das aussieht. Stein schmeiße ich mal weg. Kurz. So. Mal abgesehen davon. Gut, das kann man natürlich da oben hinhängen. Man müsste mal schauen, ob man das vielleicht nachher nutzen kann, um das auf die anderen raufzusetzen. Kann man das runternehmen? Kann man nicht. Warte mal, ich will mal eine Sache probieren. Auch wenn das mich wieder Zeit kostet, massiv. Aber das muss ich einfach mal probiert haben. Ich will nämlich versuchen, das da raufzukleben. Wie das aussieht. Ob das überhaupt möglich ist. Ob das nicht möglich ist. Okay, sehr gut. Das kann man tatsächlich darauf packen. Und dann sagen wir hier zum Beispiel Essen. So, close. Und da haben wir hier Essen. Sehr gut. Und dann kommen wir natürlich hier unten ran und haben hier nur leere Gläser. Natürlich muss man so ein bisschen runterscrollen, hier ein bisschen runter gucken, weil hier haben wir dann halt das Ändern und naja, muss man halt ein bisschen sich dran gewöhnen. Aber es ist schon mal nicht verkehrt so. So weiß man gleich, ah, hier gibt es Essen. Zack. Wunderbar. Genau das wollte ich und genau das habe ich mir auch gewünscht. So, Workbench Improvements. Ja, das, was ich ja gerade schon gezeigt hatte, dass dieses neue Kombinieren von Items, das habe ich euch ja gerade gezeigt. Das heißt, man kann halt zwei Items miteinander kombinieren und
Man kriegt dann ein Teil von besserer Qualität. Hier steht das sogar definitiv so drin. Man bekommt eins von besserer Qualität. Das ist schon mal sehr schön. Und es gibt natürlich ein paar Rezepte, die sie halt exklusiv auf die Workbench gemünzt haben. Und es gibt wohl ein paar von diesen Workbenches, gibt es dann wohl auch in diesen Niederlassungen der Händler, steht hier. Und die Workbenches können wohl demontiert werden mit einer Wrench. Gut, die habe ich jetzt nicht. Nehmen wir es jetzt einfach mal so hin. Das passt schon. So, was haben wir hier noch? Backpack and Container Sorting. Ja, das ist auch eine feine Sache. Ich glaube, das habe ich bei mir eigentlich schon gemacht. Ihr seht ja, hier wird es dann auch unterlegt. Sort Inventory steht hier. Also wenn ich das anklicke, dann wird es einmal komplett neu sortiert. Wonach er geht, ich denke mal hier nach. Also es soll wohl so sein, dass Waffen und Munition relativ weit oben sind und die ganz normalen Standardressourcen ganz weit unten. Also so wird das dann halt sortiert. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel sagen würdet, so, ich mache jetzt, habe jetzt diese Situation und sage Inventory sortieren, dann wird das automatisch auch gestackt. Also kann euch da schon mal nichts passieren. Finde ich persönlich echt eine feine Sache. Das funktioniert übrigens natürlich auch mit denen. Ich muss mal gucken, ob es das hier zu sehen gibt und das leckt gerade mischen. Ja gut, hier sind natürlich nicht mehrere Teile drin, aber wenn ich jetzt sagen würde, so hier, da sind jetzt Nägel drin und hier nochmal Federn rein, das ist jetzt ein Loot-Container, dann könnt ihr oben raufklicken, so, dann wird das auch dementsprechend sortiert. Wird sich wahrscheinlich nicht unbedingt lohnen, aber ihr könnt es halt machen und es ist ja nicht verkehrt. Macht ja nichts kaputt. So, dann haben wir als nächstes neue Rezepte. Es gab oder es gibt insgesamt über 80 neue Rezepte. Zum Beispiel eben halt diese Chemiestation, die ihr zur Rechten seht. Dann kann man halt Bier jetzt auch herstellen. Es gibt dann Snowberry Juice. Das sind halt neue Beeren hier. Diese Snowberries, das sieht man. Die sehen eigentlich normal aus wie die normalen blauen Beeren. Die haben aber so einen leichten grünlichen Schimmer noch hier auf der Seite. Was die genau für einen Vorteil bringen sollen, weiß ich nicht. Ich habe vorhin nämlich dieses Snowberry Juice eben mehr halt hergestellt bzw. getrunken. Und das hat eigentlich nur ja, Minus-Performance. Also von daher weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht, wozu das gut sein soll. Ich sei denn, ich habe noch nicht alles gesehen und nicht alles ausprobiert, will ich jetzt gar nicht sagen. Dann gibt es natürlich Zugbrücken, die zeige ich euch gleich mal. Dann gibt es Garagentore. Dann gibt es dann auch so, hatte ich euch auch schon mal gezeigt in einem der Videos von Madmool, dann halt diese Schlitze hier. Dann könnt ihr halt, es ist hier natürlich ein bisschen niedrig, aber dann könnt ihr hier wunderbar, zack, 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 könnt ihr schön raussnipern oder mit Pfeilen rausschießen oder so. Das habe ich mir echt schon lange gewünscht. Man muss sich hier nichts mehr zurecht basteln, sondern man kann einfach hier, sagen wir mal, hier so ein Fenster rauskloppen und dann machst du hier so einen Schlitz rein und dann passt das schon. Finde ich sehr, sehr geil. So, dann haben wir, was haben wir noch als Übersicht? Dann haben wir dann die Holz- und die Metallüberwege mit Handläufen haben wir dazu, die kann ich euch gleich zeigen. Und natürlich Stufen. Dann haben wir abschaltbares Licht. Das kann ich euch vielleicht hier auch nochmal sagen. Ey, das ist, glaube ich, direkt die hier, ne? Ich müssten eigentlich direkt die hier sein. Ich mal gucken, ob das. Ich komme jetzt hier nicht rum. Kann man die nicht? Hä? Nicht einschalten, ausschalten? Die sollte man eigentlich einschalten und ausschalten können. Ach, POIs. Es kann sein, dass es genau die falschen sind. Dass ich eben nicht die POIs suche. Bauen wir es erstmal ab. Sollen aber ausschaltbar sein. Genau diese Dinger sollen halt ausschaltbar sein. Muss ich dann nochmal bei Gelegenheit nochmal ausprobieren. So, dann haben wir dass halt ein paar Rezepte in der Chemiestation nur gecraftet werden können oder halt in der Workbench. Und manche sind eben halt nur freischaltbar über diverse Perks. Das wissen wir eigentlich auch. Das war auch schon in der letzten Staffel schon so. Und hier ist nochmal eine Liste. Ich muss mir eben kurz ein bisschen blättern. Eine Liste von allen Items. Die werde ich euch jetzt aber nicht vorlesen, weil das sind wirklich viele Sachen. So, Recipes haben wir da. Ja, da gibt es halt alle möglichen Sachen, vor allem auch gerade
Für die Baubegeisterten gibt es hier so viele neue Sachen, die man machen kann. Also es ist wirklich der Wahnsinn, was man hier mittlerweile wieder alles hinstellen kann. Ich versuche mal, mir so ein, zwei Sachen mal rauszuziehen hier. Es gibt natürlich Hopfensaaten, gibt das neue. Dann gibt es zum Beispiel auch Saaten jetzt für Pilze. Ihr könnt die Chrysanthemen könnt ihr anpflanzen. Dafür gibt es überall Samen, das ist auch schon richtig super. Ihr könnt auch Aloe Vera könnt ihr anpflanzen, dafür gibt es auch die Samen. Oder für die, wie heißen die anderen? Für die, kommen jetzt nicht drauf, Aloe und Yucca. Yucca war das. Yucca könnt ihr auch wohl anpflanzen, dafür gibt es zumindest Saaten. So, dann gibt es noch hier Candy Tin Can, also ich denke mal irgendwelche Naschis gibt es dann auch noch. Dann gibt es hier noch diverse Elektroparts. Dann gibt es natürlich dann auch Fertilizer, also Dünger, sagte ich natürlich, neue Flashlights. Diverse Sachen, die man jetzt craften kann. Also man kann jetzt Scrap Cable, kann man eben halt, wie man gerade gesehen hatte, auch craften. Wooden Sign, ja, Nail Gun, kann man alles machen. Ne, haben sie natürlich alles geändert, habt ihr ja gesehen. Und dann gibt es auch neue Items, die ihr looten könnt, beziehungsweise die ihr abbauen könnt oder halt eben auch verkaufen könnt. Wie ich schon gerade sagte, diese Nailgun-Schematik, die ist neu. Dann natürlich Tasting and Brewing. Dieses Rezept brauchen wir natürlich, um Bier brauen zu können. Dann müssten wir jetzt dann da drin auch ein Bier brauen können. Können wir sowieso nicht, weil ich nicht das Material dafür dabei habe. Aber wir haben es freigeschaltet. Dafür brauchen wir natürlich Hopfen und Wasser, viermal Hopfen und einmal Wasser für ein Bier. Dann gibt es neue Klamotten natürlich. Es gibt diverse neue Klamotten, ob von Kopf bis Fuß ist da eigentlich alles dabei. Also es ist wirklich der Wahnsinn, was da wirklich neu dazugekommen sind. Dann ist es natürlich, gibt es auch von den Texturen, gibt es eine neue Aloe Vera Pflanze und deren Saaten, Chrysanthemen inklusive Saaten gibt das. Dann gibt es auch neue Kornpflanzen. Da kann ich euch eigentlich auch mal kurz zeigen, weil die nämlich hier draußen rumoxidieren. So. Man darf natürlich nicht vergessen, das ist noch eine Experimental. Wann sie die Alpha 15 offiziell veröffentlichen, das kann ich euch nicht sagen. Aber ich denke mal, da es eine experimentelle Version gibt, wird das schon sehr nah sein. Das ist Hopfen. Steht ja auch groß da. So sieht Hopfen aus. Und hier vorne haben wir dann die neuen Maispflanzen. Dünger soll übrigens dafür da sein, dass halt bestimmte Pflanzen überhaupt wachsen und die können dann schneller wachsen und man kriegt halt mehr aus den Pflanzen raus. Das ist nachher der Sinn von Dünger. Golden Rod Flower, okay. Dann haben wir hier noch neue Blöcke im Kreativmodus. Das können wir, glaube ich, auch alles überfliegen, weil das ist eigentlich genau das Gleiche, wie ich schon eben erzählt habe. Da gibt es wirklich so viele kreative Sachen. Das ist wirklich der Hammer. Catwalk Corner, ja, das kann ich euch zeigen. Das habe ich hier auch direkt auf der Ecke. Und zwar habe ich hier vorbereitet. Warum leckt das gerade so? Das finde ich gar nicht so witzig. So, das sind die neuen Catwalks. Habt ihr auch schon im Video von Madmull gesehen. Das sind halt diese Treppen mit Geländer. Die gibt es, glaube ich, auch nochmal ohne Geländer. Und dann könnt ihr hier oben, könnt ihr halt schön rumlaufen. Das Ganze gibt es noch als Metallversion. Also ihr könnt also hier die Holzversion natürlich mit Forged Iron umrüsten hier auf die Metallversion. Hier ist das Ganze nochmal separat. Und ihr könnt die nebeneinander setzen. Und was euch auffällt, so wie hier, sind das natürlich einmal Holz, einmal Stahl. Deswegen ist in der Mitte auch ein Handlauf. Wenn ihr die aber ansonsten nebeneinander baut, dann habt ihr hier eine schöne doppelte Fläche. Das ist automatisch. Also sobald ihr dann die Treppen nebeneinander setzt, werden die auch automatisch miteinander kombiniert. Das ist schon richtig klasse. So, dann gibt es natürlich die Vending Machines. Die hatte ich euch ja schon gezeigt. Dann gibt es Gold Ore, Silver Ore und ein Cooking Pot Mine. Da muss ich mal gerade gucken. Ich gucke erstmal, wie Gold aussieht. Gold Ore. Das also sieht aus wie schwarze Kohle. Golden Nugget. Ich denke mal, das kriegt ihr raus. Müsste man mal gucken. Bin ich mal gespannt. Silver. Silver Ore. Und dann gibt es ein Silver Nugget. Das könnt ihr nachher vertickern. Und was gibt es da noch? Da gibt es einen Cooking Pot. Cooking Pot. Pot Mine. Warum auch immer das da. Hardness 1, Mass 1, Forge Weight
35, 25. Dann gibt es also einen etwas besseren Cooking Pot. Isn't healthy. Okay, da muss ich mich mal genau mit befassen. Habe ich ehrlich gesagt jetzt nicht geguckt. Muss ich mal schauen, was für einen Unterschied das komplett macht. Dann haben wir natürlich die Chemiestation, das hatte ich euch ja gesagt. Und damit sind wir auch schon bei den Sachen, die einfach hinzugefügt worden sind. Und zwar wurde die Framerate optimiert. Muss ich gerade mal gucken. Where Rector Zombies turn into... Achso, ja, die Zombies, die er killt, die werden automatisch dann wohl halt zu Corpses, also zu diesen Leichenteilen umgecraftet, kann man ja nicht sagen, umgemünzt nach 45 Sekunden. Das soll wohl auf die Framerate gehen, das habe ich gemerkt. Ich will hoffen, dass es tatsächlich daran gelegen hat. Holz und Glas können wohl jetzt gescrapped werden. Workstations können jetzt mit der Wrench halt demontiert werden. Dann gibt es neue Hairstyles, wie es hier steht, neue Hairstyles für die Männer. Cooking Pot Mines, das ist das, was ich gerade hatte. Müsste man gucken, wofür das ist. You can smell what the survivor is cooking. It probably isn't healthy. Ja, also es muss ja irgendwas damit zu tun haben. Vor allem, weil ich das nur 40 stacken kann, hier nur 500 stacken kann. Science, Miscrafting, Forged Weight. Sell Price ist auch wesentlich teurer. Muss man tatsächlich mal ausprobieren. So, dann kann man Steinwerkzeuge, you can scrap stone tools or leftover concrete brick blocks. Ja, also man kann also Concrete Blocks und dann Steintools kann man wohl scrappen. Das finde ich sehr schön. Dann gibt es neue Konsolenbefehle, das lasse ich jetzt einfach mal aus. Übrigens neue Konsolenbefehle, wo mir das gerade einfällt. Den Konsolenbefehl, dass man überhaupt die Konsole bekommt, so wie hier, die liegt jetzt auf F2. Das ist ganz wichtig. Ich habe mich die ganze Zeit gesucht, wo ich das habe, die Taste. Oder wenn irgendwas kaputt gegangen ist, ob das ein Bug ist, etc. Nein, ist es nicht. Das liegt einfach auf F2. Dann gibt es jetzt Landminen in Wasteland, die man übrigens nicht aufheben kann. Die kann man nachher, und das ist aber noch nicht in der Alpha 15, die kann man nachher mit diesem Lockpick entschärfen. Na, man kann ja nachher auch verschlossene Türen mit einem Dietrich-Set öffnen. Das geht nachher auch mit den Minen. Das ist eben so ein Minigame im Spiel, wie man das auch schon von anderen Spielen halt kennt. Und das ist aber noch nicht implementiert. Das kommt, glaube ich, erst mit der Alpha 16. Und dann kann man nachher auch Minen entschärfen. Man kann sie aber, wie gesagt, auch nur einmal setzen. Und dann hast du Pech gehabt. So, dann gibt es ein Gunpowder-Rezept für die Workbench. Ging eigentlich vorher schon. Vielleicht haben sie da was geändert. Was verbessert vielleicht, dass Gunpowder in der Workbench vielleicht weniger Zeit braucht. Kann ja sein. Dann ist es so, dass jede Art von Essen heilt mich. Na, also gut, ich habe jetzt 74 von 101, das passt ganz gut. Jede Art, ich möchte jetzt eigentlich nur mal Meat Stew essen. Und es sollte eigentlich hier hochgehen. Oder auch nicht. Es heilt mich, kriege ich ja sowieso noch Wellness dazu, von daher passt das schon. Dann gibt es jetzt Büchereien in Schulen. Das, was ich ja auch immer gesagt habe, warum gibt es in der Schule keine Büchereien? Also ich meine gerade da, nicht? Also das ist schon wichtig. Das haben sie jetzt da auch mit drin. Also in Zukunft auch Schulen looten, wenn es zumindest um Bücher geht. Dann die Änderung. Raketen brauchen nun Benzin oder halt, hier steht no require fuel. Das heißt, man braucht einen Brennstoff. Man braucht einen Brennstoff für die Raketen. Was für ein Brennstoff das ist, weiß ich nicht. Vielleicht braucht man tatsächlich Benzin. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Was gibt es noch an Änderung? Eine Workbench wird benötigt, um Stahlwerkzeuge herzustellen und andere bessere Items, sagen wir es jetzt einfach mal so. Dann wurde wohl der Sledgehammer, also der Vorschlaghammer, wurde wohl verbessert. Dann ist Eisen nicht mehr so sanft, wie es hier steht, also nicht mehr so weich in dem Fall. Ich gehe also mal davon aus, dass man eine längere Zeit braucht, um halt Eisen jetzt abzubauen. Dann braucht man jetzt den Clawhammer für das Eisen, oder ist quasi, der Clawhammer ist das Eisen-Upgrade von der normalen Steinaxt und braucht dann eben dementsprechend nur eine Forge, nur eine Schmiede. Die Wrench ist jetzt wohl ein Stahlwerkzeug,
und repariert halt eben halt schneller als der Hammer und kann diverse Sachen demontieren, wie halt jetzt die Workbench beispielsweise. Der Concrete Mixer ist halt in der Workbench zu craften und benötigt keinen Skill mehr. Also man kann jetzt wohl zu jeder Zeit einen Concrete Mixer craften, das finde ich auch nicht verkehrt. Dann ist da, hier steht natürlich der Ho-Angriff, aber die Ho soll jetzt halt wesentlich schneller sein, sodass man dann halt auch schneller Gras entfernen kann. Finde ich auch sehr schön. Das Bier kann man jetzt halt in der Brauereistation craften, das ist klar. Bier ist jetzt halt auch nicht einfach nur irgendeine Geschmacksrichtung neben dem Kaffee, so wie es hier steht, sondern hilft dir eben für 60 Sekunden halt deine Stamina zu maximieren und dann eben nicht stunbar zu sein, also nicht gelähmt werden zu können. Zombies spawnen jetzt aus der schlafenden Position und stehen dann auf. Das ist auch neu. Dann ist jetzt, was ich auch schon sagte, die Nagelpistole, ist jetzt anzusehen wie eine Pistole. Das heißt, es gibt einzelne Parts und man kann diese Parts dann gegen Parts austauschen, die eine höhere Qualität haben. Also ist jetzt als solches wie eine Pistole anzusehen. Konsolentaste ist F2, das sagte ich eben auch gerade schon, das steht hier noch. Dann machen die Kakteen machen nicht mehr so viel Schaden, steht hier. Und Zementmixer und Workbenches werden nicht mehr so viel Hitze abwerfen. Also gerade was für die Heatmap sinnvoll ist, da wird wohl nicht mehr so viel Hitze freigegeben, sodass man eigentlich, naja, nicht sicher sein kann, aber dass man vielleicht da weniger Hitze produziert und man nicht gleich so sofort eine Schreierin kriegt. Bäume können zwar immer noch, also auch in Wüsten oder im Wasteland zwar gesetzt werden, aber die werden da wohl nicht ganz groß, beziehungsweise können nicht auswachsen. Man muss also wirklich schon ein Areal finden, wo die vernünftig wachsen können. Dann sind Ores, die man halt so findet, von Iron Fragments, die man halt so findet, die müssen halt gescrapped oder dann halt eingeschmolzen werden. Ich glaube, das ist auch einigermaßen sinnvoll. Und dann alle Metallressourcen wurden jetzt, oder das Gewicht der Metallressourcen wurde halt auf 1 gesetzt. Das bedeutet, dass einige Nummern steht hier sehr stark geändert worden sind und man soll immer ein Auge auf das Crafting behalten und schauen, was man dann da für Materialien jetzt braucht, beziehungsweise wie viel Material man jetzt auf einmal braucht. So, dann die Armbrüste. Die benötigen ja das Forged Iron zum Craften. Und deswegen ist jetzt auch dieses Forged Iron auch zum Reparieren zu nutzen. Ich glaube, vorher war das, glaube, Holz oder war das Leder? Ich glaube, das war Holz, womit man reparieren konnte. Das haben sie jetzt halt eben geändert. Und auch Painkiller sollen wohl immun machen gegen Stunts und kosten dafür dann aber mehr Hydration, also machen dann halt dafür durstiger. Aber helfen dann eben halt auch gegen das Stunnen. So, Ending Hort. Time out, we'll catch the. Only lock this punishes. Starts, okay. Ja, hier steht es auch nochmal mit den Landminen, dass man die jetzt halt nur noch einmal setzen kann und in der Zukunft soll man sie halt entschärfen können durch die Dietriche, das steht hier auch nochmal. Dann gibt es ein neues Modell für Aloe Vera, für Yuccas und auch diese Wood Spikes, die haben halt neue Texturen bekommen. Und Adjusted Animal and Zombie Volume Ranges to You Can Hear Them, Sequel Loud Enough When You Hit Them. Ja, Spotlights can now be switched off and on in the game. Ja gut, das habe ich bis jetzt noch nicht hinbekommen. Ich denke mal, ich hatte einfach das falsche Item, die falsche Lampe. Dann können die Wälder randomly, also per zufallsgeneriert, etwas kälter ausfallen. Und das Wasteland hat jetzt wohl extreme Temperaturen. Ich weiß jetzt nicht, was extreme Temperaturen bedeuten soll. Extrem kalt, extrem warm. Ich denke mal eher extrem warm. Dann haben sie die Kill-XP und die Level-XP haben sie ausbalanciert, sodass es eigentlich so ist, wenn man halt Level 2 ist und lediglich 8 Zombies killt, dann ist es quasi
Na, dann bringt das genauso viel, als wenn man nachher später in Level 60 ist. Da braucht man nämlich dann halt 12 Zombies, um sie zu töten. Beziehungsweise 12 Zombies, um dann halt wieder aufzuleveln und Punkte zu holen. Das haben sie auch noch geändert. Was haben wir hier als nächstes? In Loot or on Traders, you can find better items than what you can craft yourself. Also man kann jetzt halt bessere Sachen finden, als man selber halt craften kann. Also macht es dann auch wieder Sinn, irgendwo loszuziehen, auf Crafting-Tour, auf Loot-Tour zu gehen. Und wenn mehr als 50 Sachen fallen gelassen worden sind in einem Chunk, dann wird quasi das älteste von diesen 50 Teilen dann immer ja, gelöscht, so wie es hier steht. Also nehmen wir mal an, ihr habt jetzt halt 50 Teile hier irgendwo rumfliegen, 50 Teile rumfliegen, ihr nehmt ein 51. Teil mit dazu oder lasst ein 51. Teil liegen, dann wird das erste Teil, was ihr habt fallen lassen, wird dann halt rausgelöscht. Oh, ich muss was trinken. Und ich bin schon fast bei einer Stunde, das ist ja der Wahnsinn, dass ich immer so lange brauche. Aber ich lese ja auch wirklich allen Krams vor. Und das ist ja noch nicht mal das meiste, was ich hier habe. So, was haben wir hier noch? Skill Gain. Das Reparieren von Werkzeugen oder das Benutzen von Waffen. Das gibt jetzt halt mehr Erfahrung, so wie es aussieht. Ja, alle Leichen werden halt gedowngraded. Wie kann man das sagen? Kann man Decay verschimmeln, zerfallen? Nach 300 Sekunden, also was Zombies angeht, 45 Sekunden gelten wohl für Tiere oder für Hühner, wie es jetzt hier aussieht. Und den Loot kriegt man halt auch aus den Goreblöcken dementsprechend raus. Dann haben wir hier schon die Fixes. Die Fixes haben wir hier. Minibike Horn is too quiet. Also es ist zu leise gewesen, das Horn vom Minibike haben sie wohl gefixt. Das Minibike hat einen großen Schaden am Spieler verursacht, wenn er durch Spikes gefahren ist. Das haben sie wohl gefixt. Dann war man wohl nicht in der Lage, das habe ich ja auch öfters gesehen, im Wasser nicht auf den Block zu springen. Das haben sie wohl gefixt. Ich blätter nochmal um. Da steht nichts weiter drauf. Es steht so viele Fixes hier. Das geht, glaube ich, über drei, vier Seiten hier. Nur Fixe. Viele Kleinigkeiten. Dann haben sie auch den Fehler gefixt, dass Zombies einen aus 20 Meter Entfernung noch hauen können auf Servern. Das haben sie wohl gefixt, hoffentlich. Das werden wir mal ausprobieren. Zombies werden jetzt auch nicht mehr sliden bzw. rotieren, wenn man sie niedergeschlagen hat. Finde ich auch sehr gut. Ist natürlich natürlicher. Natürlicher. Und dann haben wir hier noch eine kleine Info für die Leute, die halt einen eigenen Server haben und auf die Server-Config Zugriff haben. Es gibt jetzt einen Player-Killing-Mode. Das bedeutet also, man kann einstellen, unter welchen Umständen man von anderen Spielern killbar ist. Und zwar gibt es auf Einstellung 0, dass es kein Töten gibt. Also dann sind alle Freunde. Auf 1 eingestellt, Kill Allies Only. Das heißt, man kann nur die Leute töten, die in einer eigenen Gruppe sind. Kill Strangers Only. Das dürfte genau das Gegenteil sein, mit dem man halt nicht befreundet ist. Nur die kann man töten. Das bedeutet auch, wenn man mit jemandem befreundet ist, dann kann man sich nicht gegenseitig töten. Und 3, kill everyone, das heißt, man kann pauschal jeden töten. So. Dann gibt es auch schon ein paar Fehler, die sie schon identifiziert haben, aber noch nicht gefixt haben. Es soll wohl so sein auf Random Gen, dass man dort nicht so leicht Clay findet. Hier steht, man soll halt 1 Meter unter irgendwelchen Pflanzen anfangen zu buddeln oder dass man halt auch in der Nähe von Flüssen oder sowas, dass man dort eben halt auch diese Clay-Vorkommen findet. Nur mal so zur Information, ich denke mal, das werden sie noch fixen und schauen wir mal, was uns da erwartet. Ja, ich zeige euch noch mal kurz 5 Minuten oder so noch mal, was ich hier nur so alles gefunden habe. Die Drawbridge zeige ich euch gleich noch mal. Hier Casino-Tokens habt ihr ja eh schon, kennt ihr ja schon. Mobile Spotlight. Warum das nicht zu schalten geht, das ist merkwürdig. Electronic Components. Ich denke mal, die werden wir nachher später auch brauchen. Das habe ich euch natürlich gezeigt, hier diese Treppen. Und dann gibt es natürlich auch hier so eine Ecken, wie ihr hier sehen könnt. Also solche Ecken quasi und halt richtige Ecken, 90 Grad und 45 Grad Winkel.
Die könnt ihr hier vorne hinsetzen. Das gibt es natürlich sofort für Holz und für Metall. Und dann kommen wir noch zu den Drawbridges. Obwohl, ich zeige euch am besten erstmal die normale Tür. Das ist halt eine doppelflügelige Tür mit einem schönen Sound. Ne, im Prinzip wie eine normale Tür zu behandeln. Ist aber ein bisschen anders animiert. Sieht aber schon sehr cool aus. Und dann haben wir hier natürlich noch das Highlight, mein persönliches Highlight, last but not least quasi, und zwar hier die normale Brücke. Hier seht ihr das, ihr könnt ihr auch aus einer relativ weiten Entfernung könnt ihr die aktivieren. Und das ist auf jeden Fall schon mal eine feine Sache, wenn ihr euch jetzt vorstellt, hier einen schönen fetten Graben, schön aufgewertet. Und dann könnt ihr hier mit eurem Minibike ganz entspannt rüberfahren und abends macht ihr den Zugbrücke hoch und dann war's das. Das Ganze gibt es eben halt einmal hier als einfache Version und auch nochmal als Doppelversion. Das Problem ist allerdings mit dieser Doppelversion, dass sie sich nicht immer überreden lässt, sich tatsächlich schalten zu lassen. Das dürfte ein Bug sein. Hier kann ich jetzt zum Beispiel sie aktivieren. Genau das gleiche im Prinzip wie mit einer einfachen halt eben auch. Nur ihr könnt hier die nicht eben mal so wegschalten. Ihr seht, hier kann ich sie jetzt gerade schon nicht aktivieren. Jetzt kann ich sie hier auf einmal aktivieren. Ihr müsst auf jeden Fall in die Hocke gehen. Also wenn ihr so ein Ding bauen solltet, dann müsst ihr in die Hocke gehen, dann funktioniert es auch. Aber es ist natürlich auch eine Experimental. Also ich würde jetzt hier noch nicht groß anfangen, groß zu streamen oder große Spiele aufzuziehen, weil ich noch nicht weiß, was nachher in der letztendlichen Veröffentlichung alles drin sein wird, ob sie das nachher fixen oder ob man ein neues Spiel anfangen sollte oder nicht, das weiß ich alles noch nicht. Auf jeden Fall, die funktioniert schon sehr, sehr gut. Da kann man hier entspannt rübergehen. Dann kann man natürlich auch... Ups, ah. Man bleibt auch an der Stelle halt auch stehen. Also wenn ich jetzt sage, so hier... Ich aktiviere, dann bleibe ich auch genau an dieser Stelle stehen und falle dann hier auch konkret runter. Allerdings geht die auch nicht schnell genug hoch. Also ich kann jetzt hier vorne sagen, so zack. Geht dann noch entspannt rüber. Das funktioniert. Oder auch in die andere Richtung. Ja, der geht sowieso schnell. Macht die hier schon zu. Zack. Also da ist man schnell drüben. Ich finde die sehr geil. Ich habe bis jetzt allerdings noch nicht gefunden, wo man die bauen kann. Ich könnte nochmal ganz fix gucken, ob die in der Workbench mit drin ist. Da bin ich mir nämlich noch ganz sicher. Ach so, was ich auch noch nicht gesehen habe. Was ich euch auch noch nicht gezeigt habe. Ihr seht ja hier, das ist auch Stahl. Und zwar gibt es nämlich jetzt hier Steel Polish. Das gibt es jetzt nämlich auch dazu. Da könnt ihr nämlich upgraden. Ihr seht jetzt hier das normale Stahl, wie ihr das kennt, und dann hier die abgegradete Version. So, mal gucken, was ich nochmal ausprobieren möchte, ob das ein Unterschied ist. Dann haben wir 1000, 10.000, 12.000, okay. Ihr seht es, wir können haben also hier eine Wertigkeit von 12.000, hier haben wir noch eine Wertigkeit von 10.000, also hier mit diesem Polish könnt ihr dann nochmal, achso, mit dem Polish, und ihr braucht natürlich dann Stahl auch noch zum Reparieren, ihr könnt es also schöner machen, wenn ihr halt auf diese Optik nicht so steht, könnt ihr mit dem Polish. So, da haben wir hier richtig schön Stahl, so wie man das eigentlich so auch kennt. Sieht schon sehr nett aus und hier ist auch die Vending Machine noch markiert, das habe ich noch gar nicht gesehen auf dem Radar. Das sieht ja schon alles sehr gut aus. So, mal gucken, wie weit wir hier sind. Output. Ist noch gar kein Output drin. Ja, okay, die Herstellung dauert ja auch sehr, sehr lange. Aber das wusste ich noch gar nicht, dass man Multibread jetzt auch schon herstellen kann. Finde ich sehr gut. Gaskern, Oil Shale habe ich auch noch nie gesehen. Vertilizer. Is a Beaker, Concrete Mixer. Is made. Vertilizer is made or a Concrete Mixer. Also, okay. Gardening Hone, Farmland, Increase the Yield. Okay. Also, man kann jetzt also auch hier drin, ich muss mal eben kurz gucken. Zack. Also auch hier könnte man Vertilizer herstellen. Gravel haben sie ein bisschen anders gezeigt. Hier hat ja ein paar Bilder haben sie natürlich geändert. Also hier sieht man das ja auch schon, dass Gravel jetzt anders aussieht. Oder auch hier Stein haben sie geändert. Das sieht jetzt auch anders aus. Auch Holz haben sie wohl ein bisschen abgeändert. Das sind natürlich solche Sachen, die nebenbei nur so laufen. Sowas wird ja immer viel gemacht.
Und das soll es ganz grob gewesen sein. Ich sage wirklich bewusst ganz grob von 7 Days to Die und Alpha 15. Ich glaube, das Gras, das haben sie auch geändert, oder? Das sieht so anders aus. Und hier sieht man noch schön, Norde steht. Das ist fein. Das wird sicherlich für ein Let's Play auch mal ganz interessant werden. Ja, also wie gesagt, wenn euch das vielleicht ein bisschen verplant vorgekommen ist, also ich habe jetzt hier wirklich 15 Seiten durchgewühlt und habe versucht, alles vernünftig zu übersetzen. Wenn ich was vergessen haben sollte, könnten Sie mir gerne in die Kommentare reinschreiben, weil ich habe versucht, mich wirklich kurz zu halten. Ich habe auch nur eine Stunde gebraucht für die paar Sachen. Es gibt wirklich noch viel mehr zu erzählen. Es gibt noch wesentlich mehr Änderungen und es gibt noch mehr Fixe und weiß der Geier, also viele Kleinigkeiten halt. Aber ich kann euch ja nun nicht alles zeigen. Ich glaube, ich habe euch das Wichtigste erstmal gezeigt, was so zu beachten ist in der Alpha 15. Ich werde auch noch zum Anfang der Alpha 15, wenn ich so die ersten Let's Play-Folgen gemacht habe, werde ich dann nachher auch wieder ein Tutorial machen, Beginner-Tutorial, weil sich ja nun doch ein paar Sachen geändert haben. Und ja, dann wollen wir mal schauen, wann wir denn durchstarten mit dem Let's Play. Mal gucken, ob ich schon in Experimental so ein bisschen was mache. Ich weiß es noch nicht, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Ich freue mich auf jeden Fall tierisch drauf, wieder mit euch durchzustarten. Und ich will hoffen, euch hat dieses kleine Patch-Note-Video gefallen, wenn ich mich auch schon wieder viel verhaspelt habe und sehr viel Zeit gebraucht habe, aber ja, es gehört einfach mal dazu. Und dann danke ich euch fürs Zuschalten, fürs Durchhalten und lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch diese Folge hier bzw. dieses Patchnote-Video gefallen hat. Ja, und ich kann auf jeden Fall in Zukunft noch ein paar Sachen ausprobieren, bin ich sehr gespannt drauf. Wenn ihr konkrete Fragen habt, dann nochmal gerne in die Kommentare damit, wenn ich vielleicht nochmal irgendwas Spezielles zeigen soll. Und dann danke ich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns dann bei den offiziellen Folgen wieder oder wenn es in den nächsten paar Tagen vielleicht auch neue Patchnote-Videos zu irgendwelchen Hotfixen zu machen gibt, dann sehen wir uns da garantiert auch. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!